Wie gut war eigentlich Oliver Bierhoff? Heute oft kritisierter Funktionär beim DFB, früher einer der kopfballstärksten Fußballer der Welt, der einen beeindruckenden Aufstieg vom gescheiterten Bundesligaspieler zum Star in Italien und EM-Helden hingelegt hat. Das ist seine Geschichte. Oliver Bierhoff wurde 1968 in Karlsruhe geboren. Sein Vater, Rolf Bierhoff, war selber leidenschaftlicher Fußballer, der zeitweise auch in den deutschen Jugendnationalmannschaften gespielt hat. Und deshalb ging es für den kleinen Olli schon mit 6 zur Essener SG, ein paar Jahre später zu Schwarz-Weiß Essen und mit 18 zu Bayer 05 Uerdingen. Als Sohn eines Vorstandmitglieds des Energiekonzerns RWE war er, als sogenanntes Rich Kid, nicht immer der beliebteste bei seinen Teamkollegen und wurde regelmäßig gemobbt. Seine Trainer setzten jedoch schon früh auf ihn. Mit 19 feierte er bei Uerdingen sein Debüt in der Bundesliga. 2 Jahre später wechselte er zum HSV. Er blieb nur 1,5 Jahre, denn über die Rolle des Rotationsspielers und Jokers kam er nie hinaus. Auch die nächste Station war ein kurzes Vergnügen. Bei Borussia Mönchengladbach flüchtete er bereits nach einem halben Jahr. Die Bilanz: 8 Einsätze, 0 Tore. Zu diesem Zeitpunkt war er 22 Jahre alt und der Traum der großen Karriere als erfolgreicher Fußballer drohte zu platzen. Denn er wechselte zu einem Mittelklasseverein der österreichischen Bundesliga, Casino Salzburg. Damals noch ohne Red Bull im Rücken. Was wie ein Rückschritt klingt, war letztendlich ein karriererettendes Sprungbrett. Denn obwohl es für den Club sportlich weiterhin eher mittelmäßig lief, konnte Bierhoff mit 26 Toren in 36 Spielen auf sich aufmerksam machen. So sehr, dass ihn nach nur einer Saison in Österreich Inter Mailand verpflichtete. Interessant, weil für Inter sollte er kein einziges Spiel bestreiten. Stattdessen für Ascoli Calcio, denn zu denen wurde er direkt verliehen. Und anders als wahrscheinlich von allen Beteiligten erwartet, blieb er 4 Jahre, stieg mit dem Club in die Serie A auf, machte 124 Spiele, schoss 49 Tore und lockte namhaftere Interessenten an. Wie zum Beispiel Udinese Calcio. Die zahlten 1995 umgerechnet rund 1 Million Euro für den mittlerweile 27-Jährigen. Und das sollte gut investiertes Geld sein. Gleich in seinem ersten Jahr traf er 17 Mal. Diese konstant guten Leistungen in Italien blieben auch dem damaligen Bundestrainer Berti Vogts nicht verborgen, der ihn zum ersten Mal für die Nationalmannschaft nominierte. Sein erstes Spiel für die DFB-Elf machte er 1996, nur wenige Monate vor der Europameisterschaft in England. Bierhoff sprang also im letzten Moment noch auf den EM-Zug auf und das sollte sich lohnen. Und wie? In der Gruppenphase, dem Viertelfinale und auch dem Halbfinale kam er insgesamt nur auf 2 Einsätze, einer davon kurz, und machte kein einziges Tor. Seine große Stunde sollte jedoch im Finale gegen Tschechien schlagen. Beim Stand von 0:1 wurde er in der 69. Minute eingewechselt, machte nur 4 Minuten später per Kopf das 1:1 und in der Verlängerung das erste Golden Goal der Herren Fußballgeschichte. Zugegeben, ein nicht besonders schönes Tor, aber das war ganz egal. Deutschland war Europameister und das dank dem in der Bundesliga gescheiterten Last-Minute-Nationalspieler Oliver Bierhoff. Und diese beiden Tore im Finale standen eigentlich sinnbildlich für ihn als Fußballer. Denn mit dem Ball am Fuß war er, sagen wir, limitiert. Dafür gilt er bis heute als einer der besten Kopfballspieler aller Zeiten. Der Inbegriff eines Kopfballungeheuers. 1,91 groß, physisch, aggressiv und mit jeder Menge Power ausgestattet, war er in der Luft kaum zu verteidigen. Ein klassischer Zielspieler, der mit dem Kopf nicht nur unzählige Tore gemacht, sondern auch noch einige vorbereitet hat. Nach dem großen Erfolg mit Deutschland lief es auch auf Vereinsebene blendend. Für Udinese traf er in 3 Jahren 62 Mal und wurde 1998 mit 27 Treffern Torschützenkönig der Serie A. Er ließ damit Spieler wie Ronaldo, Baggio, Del Piero oder Batistuta hinter sich. Noch im selben Jahr wurde er zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. Mit 30 wechselte er dann für umgerechnet 12,5 Millionen zu AC Mailand. Und auch da machte er das, was er am besten konnte: Tore schießen bzw. Tore köpfen. Als bester Torschütze und bester Vorbereiter des Teams war er maßgeblich an Milans Meisterschaft 1999 beteiligt. Sein erster und auch einziger Titel auf Vereinsebene. Nach 3 torreichen Jahren verließ er Mailand und wechselte für je ein Jahr nach Monaco und anschließend nach Verona. Bei beiden Stationen war der sportliche Erfolg jedoch überschaubar. 2003 beendete er im Alter von 35 Jahren seine Karriere.
Für die Nationalmannschaft machte er insgesamt 70 Spiele, doch blieben in den Jahren nach der EM 96 die Erfolge aus. Darunter die enttäuschenden Turniere 98 und 2000. Bei der WM 2002 war er noch als erfahrener Edeljoker mit dabei. Die Niederlage im Finale gegen Brasilien konnte er, eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt, allerdings auch nicht mehr verhindern. 2 Jahre später wurde er der erste und bis heute einzige Teammanager der Nationalmannschaft und konnte in dieser Funktion bei der WM 2014 den Titel feiern, der ihm als Spieler verwehrt geblieben war. Seitdem ist er immer wieder in den Schlagzeilen mit kontroversen Aussagen und Statements, unter anderem zu Homosexualität im Fußball, Atomenergie, Mesut Özil oder der Lage des deutschen Fußballs. Was sagt ihr zu Oliver Bierhoff? Schreibt's in die Kommentare und denkt dran, das Video zu liken und natürlich auch den Channel zu abonnieren.